Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Und dieser Name ist ein bisschen komisch. Ich glaube, der hat zu viel Geld. Naja, nicht so viel Geld wie die anderen. Zum Beispiel der mit dem Flügel. Und immer dieser Stab. Krass. Gut. Ja, heute möchte ich etwas zeigen, und das ist, ich habe hier ein Exalted Orb gefunden, ich habe eine Oasis Map gefunden und ich habe ein Leather Belt gefunden. Und der Leather Belt ist relativ neu, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nie gesehen, noch nie gedroppt bekommen oder in einem Guide gefunden oder so. Schauen wir mal. Der Immortal Flash. Viel Leben, viel Life Regeneration, viel Mana Regeneration, minus 5 to all Maximum Resistenzen, minus 44 Physical Damage taken from Attacks, 40% increased Armor will not ignited, frozen or shocked. Nehmen wir doch. Ist ja geil. Sehr schön. Ich möchte kurz schauen. Haben wir Minus jetzt? Nein, wir haben Feuerresistenz immer noch zu weit unten. Prima. Gut. Hier haben wir... Die machen wir gleich mal. Okay, das ist... Quellebrum ist halt das Schwierigste, finde ich. Nein, ist ja nicht so schwierig. So, den haben wir rein. Und... Oh, wir müssen zuerst... noch die Dinge machen. Die täglichen Quests, hä? Oder soll ich die später dann machen? Ach komm, die sind doch interessant. Oder machen wir es von der Zana, hä? That look in your eye. You've seen it too. The cloaked figure. I think he is the one who's been tampering with the maps, twisting them. My father's journals described beautiful pristine vistas, but as you have seen, they're now ravaged by vile fiends, and I suspect this cloaked figure is the one responsible. Unfortunately, I have found no trace of him lately, but perhaps we can draw him out. Head out there and mix things up. See if he shows himself again, and see what you can learn. Obviously, be careful. We don't know what he's capable of. Okay, ich habe einen Gegner besiegt, der, ja, so richtige Kugeln geschossen hat, die mich langsamer gemacht haben, aber keinen Schaden gemacht haben. Also vor allem ist er recht einfach gewesen, einfach extremst zäh. Und er hat irgendwie etwas mit einer Figur getroppt. Nein, getroppt hat er nichts, aber irgendwas gemacht mit einer Figur. Hä? Ich habe es jetzt nicht alles verstanden, weil ich ja nicht so gut Englisch kann. Aber ist hier etwas neu? Da ist eine Figur. Aber... das ist der Chat. Es war bei der Oase. Wo ist die Oase? Da. Da steht nichts. Hm. Der Arid-like ist dann hier. Okay. Wir haben 10 von 25. How are you, Matt? Daily Mission. I've got a favorite. Aber jetzt steht irgendwas. The shape you have. You have an encounter mystery cloaked figure in a map. Search more maps to find him again. Also wir müssen ihn nochmals finden. Gut. So. Still sane, Exile? Ja, ja. So, ich möchte kurz den Sound ein bisschen umstellen. Hier wieder ein bisschen höher. Musik da ein bisschen höher. So. Da kann ich wieder ein bisschen runterstellen. Das ist ein bisschen nervig, wenn es so laut ist. So. Ja, gucken wir mal, hä? Shifting, morphing, expanding. Aha, da haben wir schon etwas gefunden. Da sind zwei. Oje, oje.
Ja, richtig fette Gegner hier. Der andere ist noch da hinten, den müssen wir jetzt besiegen können. Was ist das gewesen? Komm, wir müssen vorwärts machen. Aha, man kommt Zeit über. Okay, gut. Oh, das ist eine schwere Quest. Schon ein bisschen. Gegner nicht, die sofort hinkommen. Weg damit. Ich merke, ich wurde irgendwie ein bisschen stärker. Also nicht vom Schaden her, sondern von der Defensive. Dass ich viel einfacher irgendwie... agieren kann. Ich sag's nachher. Ich stehe jetzt gerade, wenn ich so im Stress bin. Also, wenn ich getroffen werde, muss ich nicht immer Heiltrank saufen, weil in der anderen Map, die ich gemacht habe davor, habe ich Probleme einfach gehabt. Dass ich die ganze Zeit Heiltränke gesaufen muss. Gib mir dieses Teil. Lol, wieder so ein. Da ist er. Ja, schaffe ich. Muss ich nur irgendwie ein bisschen besser den Gegner besiegen mit dem Unbesiegbar. Schön jetzt. Prima. Jetzt. Gut, das war eine interessante Mission, hä? Nicht schlecht. Ja, ein Trial of Ecency. Ecency, wie das ausgesprochen wird. Ein Arcade Map. Komische Alien-Zeichen. Das möchte ich gerne noch da. Oh, das ist der Boss. Zwei Bosse. Nett. Ja, es lohnt sich immer, die Zahnarme-Missionen zu machen. Life Leech oder so. Ja, eventuell muss ich kurz umrissen. Ich habe nämlich das Ding. Ja, jetzt ist eigentlich besser, hä? Ach Mist, dieses Gift. Ja, ja, komm raus. Ist mir egal. Es ist alles übertrieben in Xanos Maps. Alles. Später nicht mehr so, aber... ja, okay, später ist es sogar noch mehr. Ich war nie so hoch, deshalb... das Gift ist da zu stark für mich. Weil ich ja Minusresistenzen habe. Hm. Aber Schrott gefunden, hä? Also das andere ist ja relativ schnell gemacht, machen wir auch kurz. Ja? Ich hätte sonst nichts. Okay, dann mache ich es später. Nein, es ist einfach, dass wir jetzt diese Map zeigen kann. Das
steigen kann, Ding machen und okay, jetzt ist glaube ich hier oben gewesen. Ah, ist schon wichtig, dass ich jetzt das zeige, hä? Also. Aber es ist eine andere Map. Also es ist nicht die Map wieder, wo der Herr vorkommt. Hm. Ein Goldring, gut. Oh, aber die starken Wölfe. Das könnte wieder eine schwere Map sein. Diesen Monster. Abla. Oha. Nicht angreifen mich bitte. Gut gemacht. Schön. Das ist halt Elemental Equilibrium. Das geht schon ein bisschen nerviger, hä? Muss das kommen. So eine schlechte Map. Ja genau. Noch ein Frenzy-Hündchen. Du gehst mal weg da. Also so extrem übertrieben, wie sie bei einer Zenemap gewesen ist, sind die hier nicht, hä? Zum guten Glück. Kaum noch Schaden. So. Feind. Pima auch besiegt. Ui. Proof. Woodman's Sword. Weg damit. Quallen sind hier nicht willkommen an der Oase. Das ist ja übertrieben schlecht. Tja, ja. Da hat's einen kleinen Feuer Skorpion. Onset Ring, ja, nehmen wir jetzt mal nicht mit. Nur noch die blauen nehme ich mit. Ich brauche es ja auch nicht für mein Bild. Oha. Transmutation. Ja toll, weißt du? Stirb doch mal schnell. Da ist er. Der Bus.
sehe nichts. Ist das Feuer-Ding wieder? Hey, stirbst du einfach zu oft. Weg da. Hey. Das genau ist auch gekommen. Habe ich den nochmal? Ah, jetzt kommt er nochmals. Okay, er kommt einfach nochmal. Diese Kugeln waren es auch das letzte Mal. Scheinbar ist es recht. Oh, schwarzes Loch. Uha. Jetzt ist es aber schwer, hä? Muss es gleich hier so schwer sein? Ich muss unbedingt den irgendwie da lassen. Schaden mache. Oha. So, hopp, vorwärts. Übertreib's nicht, gell? Stirb. Aber vorwärts. Yes! Another loss. So be it. The abyss will provide. There are always more inconsequential. Ich sehe noch die Feuerbällchen da. Mich interessiert nicht, was er erzählt, nur meine Feuerbällchen. Gut. Oh, wir haben noch eine Kugel. Darf ich die Kugel berühren? Machst du Schaden? Oh, du machst viel Schaden. Ich möchte so eine Kugel haben. Ich will Kugeln. Oh, Kugeln. Schön, haben wir schon erreicht. Wir sind schnell, hä? Wir kommen schnell vorwärts. Jetzt habe ich es auch gezeigt. Es war genau so. Einfach ein bisschen weniger schlimm. Jetzt kommt nochmal so eine Kackkugel. Danke für... Hey! Hey! Ich konnte hier gar nichts machen. Das ist böse. Es ist einfach zu übertrieben. Das, dieses Blutschaden ist zu böse. Ich kann doch nicht so viel Armor haben. Ich bin stillgestanden und habe trotzdem noch so viel Blutschaden bekommen. Clues of the Shaper. Ja, ja. Es ist halt schwer mit dem Blut. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent ich schon gestorben bin durch Blutungen. Heftigst. Ja, Blutlein, ja, ist klar. Wenn die mich treffen, hä? Also wenn, ah, wenn ich sie töte, pro Ding bekomme ich ein Blutding. Ja, das ist böse. Extremst böse. Wieso sind die so böse, hä? Tot. Jetzt kommen noch diese Scheißschlangen. Weg damit. Tja. Mehr als Texas. Macht alles meine Heizsenke kaputt. Prima, aber gut gemacht.
Sehr schön. Too much clutter. Ja, sicher. Oh, ich habe wieder zu viel Mist reingenommen. Hä? Viel zu viel Mist aufgesammelt. Ah, oh, den nehme ich mal. Hä? So, nicht so mein Zeugs. Aber immerhin. Nee, das nehme ich nicht. Mark ist nicht so meins. So, Feuerball, yes. Mehr Destruction. Richtig nice, wie ich mehr schaue. Wie viel gibt's hier denn? Bald ihr denn? Oha. Saftig. So mal extremst, heftigst. Bitte nicht so viel. Dankeschön. Nicht so viel. Danke. Ja, prima. Oh, weia. Irgendwie ist der Server wieder am... Oh, ich hab nicht so gutes FPS gerade. Hä? Das Webs wieder am Spacken. Irgendwie Fraps hat gerade im Moment ein bisschen Probleme. Ich sollte vielleicht dann PC neu starten. Ja, es geht wieder flüssiger. Irgendwie hat... Die Latenz spackt auch ein bisschen. Oh, beim Laufen. Das ist irgendwie die Map, also... Die Engine ist irgendwie schon extremst überlastet, habe ich so das Gefühl. Das ist schade, hä? Naja. Spackt halt ein bisschen herum bei so aufwendigen Maps. Okay, da oben vielleicht noch mal schauen. Das haben wir noch nicht alles. Aber auch nur wenig, hä? Okay. Da noch ein bisschen, gell? Dann haben wir es komplett. Weg damit. Ja, ja. Also, nichts leider gefunden mit Unix. Den hier heim. Oh, das ist gut. Naja, aber schon gut.
heißt er? Nein. Ah, Cold Damage. Spell Damaged wie Total Building. Nö. Nein. Nein, oder? Nö. Das könnten wir gebrauchen. Mana Leech ist immer interessant. Treat Pit. Many Totems, ja, das ist ein bisschen nervig. Aber egal. Machen wir die noch, hä? Desert Map. Also die Desert Map können wir da hier rein tun. Die Grotto Map. Spielen jetzt. So. So, hä? Also mal schauen. Wir haben 7 Orb of Change. Machen wir mal die da runter. Hä? So. Die da rein. Also jetzt haben wir 22 Minuten. Machen wir das im nächsten Part. Dann auch flüssiger. Jetzt könnten wir noch kurz hier ein bisschen weitermachen. Ich gehe aber nicht zu Kaums, ich gehe zu der Dossa. Und ja, machen wir einfach die Arena, also die Slum-Arenas. Jetzt ist er da. Wie schnell ist der? Okay, er hat sich vergraben. In einem Gegner drin. Das ist mega schnell gewesen. Was ist denn das gewesen? Pitbull dämmen. Cruel. Up of Score, sehr schön. The King's Blade. Müssen wir auch mal kurz anschauen. Bluttürstiges Eternalschwert. Oh yeah. Ach du Blöd. Jetzt ist fertig mit dem Scheißtrank. Ah, der ist schon fertig. Ja, wir wollen das Spiel ja fertig machen hier. Da müssen wir da weiterkommen. Da mache ich jetzt immer wieder am Ende des Parts noch ein bisschen hier weiter. Mit der Story. Kampagne, damit er dann relativ schnellzügig den Malachai auf Merciless besiegt. Ne? Man merkt, es ist viel einfacher so. Ohne Map, Bonus, Tiers und alles mögliche. Genau, du musst mal ein bisschen mehr spawnen. Wenn ich durch die ganze Zeit die Taste drücke, musst du auch spawnen. Aber ich greife einfach zu schnell an, das ist es. Der Charakter kann gar nicht die Animation zum Spawnen machen. Das ist viel angreifen.
bisschen negativ. Also solche Spiele mit diesen Animationen sind nicht gerade sehr gut balanciert, weil eben die ganze Zeit diese Animationen machen muss und dadurch das Spiel eigentlich gar kein Ding hat. Keine Möglichkeit hat, das auch zu sehen durch die Schnelligkeit und so weiter. Tja, aber die Entwickler wollen es denn mehr haben. Immer Animationen, die 5 Minuten lange dauern. Ich spiele ein anderes Spiel, was nachher noch lange Animationen hat und da lege ich mich leider auch ab. Aber ist klar, muss man sich ja aufregen, oder? Wenn man Erfolg haben will, muss man sich halt auch mal ein bisschen aufregen. Ich will einfach in den Spielen immer Erfolg haben. Ja, sicher. Kommt doch nicht so. Vorwärts. Hey! Müssen die noch Frenzy und alles haben? So habe ich natürlich keine Chance. Ich habe wahrscheinlich wieder schlechte allgemeine Fähigkeiten durch den Gürtel. Dass ich einfach dann zu wenig Armor habe und so. Das ist einfach zu heftigst. Wenn die Gegner so blitzschnell zu mir kommen und dann sich richtig abnagen können und mich so in ein Hole reintun, dass ich gar nichts mehr machen kann. Ja, das ist immer schlimm, wenn man da hier reinkommt, dann hat man alles wieder vor der Schnauze. Ja, das sollten sie alles noch überarbeiten, das ist frech, böse. Aber ja. Siehst du halt, es gibt noch negative Sachen im Pufferhex, das ist einfach so. Vielleicht muss ich Mauern wieder rausnehmen, aber... Naja, das tut mich schon gut schützen, hä? Ah, da ist er endlich. Steelclaw ist auch hier. Treten nämlich immer zu zweit auf. Gleichzeitig. So. Hey, nicht so viel, nicht so viel. Das ist ja heftigst. Ja, ja. Ihr betreibt's nicht. Ach, Männer. Hey, das ist nicht normal. Rockexai ist auch noch irgendwo herum. Da ist er. Die macht wahrscheinlich alle Monster um sich herum noch schneller und alles mögliche. Gruppenfrenzy. Also gegen Frenzy habe ich eine schlechte Chance. Das ist so. Da muss man sich noch ein bisschen hochpushen. Hä? Ich mache den Part schön länger. Und dann habt ihr was zu schauen. Aber ich will jetzt hier noch durchkommen. Also. Ja, ja. Aber eben. Sehr viel nicht gepalast. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir dann in T12 bis T16 Maps sind. Dann seht ihr mal, wie schlecht das Spiel gebalanced ist. Also heftigst schlecht. Aber pff, es ist ja nicht negativ, es ist einfach nur ja für die Nerven nicht gerade gut. Komm mal, nur du bitte. Ja, nur du. Nein, nur du. Ja, genau, das hat mich also auch Schaden gemacht. Desecrated Ground wieder mal. Ey, 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 ey. Sind die scheiße.
machen alles, was ich nicht gut geschützt bin, auf mich los. Jetzt geht doch mal auf den anderen, ja, auf den Tod, genau. Prima. Nehme ich nicht mit. Nehme ich auch nicht mit. Ist zu schlecht. So, oben haben wir alles, gell? Hm. Jetzt kommt natürlich noch der Große. Harlequin's Mask. Harlequin Queen. Ach, weg damit, weg damit. Tschüss. Weg damit. Wenn wir nur ein bisschen mehr Glück mit den Legendaries hätten, wird es vielleicht viel einfacher sein. Aber wir sind ja alles safe und dann können wir noch ein paar mal, 100.000 mal sterben. Kommen halt nicht so schnell vorwärts wie... Ich glaube, andere Let's Player tun übrigens sehr viel Geld ausgeben für Sachen, die sie kaufen. Ist mir aber irgendwie ein bisschen auch egal. Sonst sie ihr Geld hat verschwenden. Ich brauche nichts Optisches. Keine guten Items kaufen bei Power Exiled. Sonst irgendwas. Exiled AOE. AO. Naja. Ich habe diese Webseiten übrigens noch nie gewählt oder sonst irgendwas. Weil ich übrigens sehr ablehnend gegen jeglichen Handel in Spielen habe. Ich mochte es bei Diablo 2 noch ein bisschen mit Freunden, aber mehr will ich nicht. Bin schon ein bisschen böse auf Handeln, weil es macht alle Herausforderungen zunichte. Naja. Also jetzt mache ich noch kurz die tägliche Quest von der Dame da. Jo, Katharina, ja. Und im nächsten Part sehen wir dann die nächste Map, hä? Mache ich das übrigens hier mal hier rein? Nein, geht nicht. Da rein, hä? Dann benutze ich sie nicht. So. Ah ja, wir können noch das kurz machen, das machen wir noch, hä? Blau ist blau. Ist nur das blau. Wir machen das noch kurz. Und zwar... das Division Card. Eine zufällige Division Card. Mal gucken, was es gibt. 5 Mark holen sie. Of course. Jetzt bekommen wir 5 Exiled Orbs. Haben wir das schon? Ja. So. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.